Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu meinem Ich verkabel meine Anlage neu Video. Wer in letzter Zeit zugeschaut hat, der weiß, ich habe Fehlersuche betrieben in meiner Anlage, weil ich hatte so Spannungsabfälle in meiner Anlage drin. Ich verlinke es euch unten in der Videobeschreibung. Wir hatten gekocht im Garten und die Spannung ist merkwürdig schnell abgefallen, wenn man große Energiemengen entnommen hat. Dann habe ich die Anlage auseinandergebaut. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Habe eine defekte Batterie gefunden. Seltsamerweise die, von der ich gedacht habe, es wäre die beste Batterie, die ich habe. Und dann habe ich angefangen, jede einzelne Batterie zu messen. Habe dann dazu auch nochmal was gezeigt, dass wirklich die anderen Batterien in Ordnung sind. Nur die eine Batterie wurde immer schlechter. Ihr seht, dass hier auf dem Tisch ist noch alles voll. Und nun habe ich mir gedacht, Mann, als du damals die Anlage in den Schrank hineingebaut hast, da hast du das genau gewusst, wie die Kabel verlaufen, damit zu jeder einzelnen Batterie. Das ist jetzt gefühlt 1,5 bis 2 Jahre her. Also der Block lief jetzt eine ganze Zeit lang richtig optimal. Jetzt ist mal eine Batterie kaputt. Passiert. Aber das Neuverkabeln, ich habe selber nicht mehr ganz durchgesehen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, du hattest doch sowieso vor, das alles mal ordentlich zu machen, neu zu verkabeln und auch deiner Vorbildfunktion nachzukommen. Ich weiß, wer den Kanal schon länger verfolgt, weiß, dass es da Diskussionen gegeben hat, weil ich ja immer meine geliebten dicken Erdungskabel verwende. Und habe mir gedacht, komm, machen wir mal neu. So. Jetzt wird Folgendes passieren. Das müsst ihr jetzt wissen, es gibt 2 Etagen. Und die eine Etage wird nur noch mit der Nase hier vorn raus die Pluspole zeigen. Und in der unteren Etage wird es dann so sein, dass nur noch die Minuspole mir die Nase zustrecken und ich ganz einfach etwas abklemmen kann. Der jeweils andere Pol ist dann hinten auf der Rückseite. Und es wird dann, ich habe das jetzt schon mal vor, nee, das zeige ich nicht, das ist das nicht Schöne. Diese Kabel wird es nun geben. Ich habe diese Kabel, die sind ungefähr 65 cm lang. Und ich habe jetzt hier einige Anpassungen vorgenommen. Was für Anpassungen habe ich vorgenommen? Grundsätzlich erste Anpassung, ihr seht schon, die Erdungskabel sind als Erdungskabel so jetzt grundsätzlich nicht mehr zu sehen, weil sie in Schrumpfschläuchen drin sind. So, damit kann mir keiner mehr ans Bein pinkeln und kann sagen, oh, aber gelbes Kabel mit grünen Strichen, oh Gott, VDE, Ihr wisst schon, die Betreffenden wissen schon, was ich meine. Und das zweite ist, es sind 2. Wir haben hier, man kann es jetzt hier nicht sehen, Moment, ich habe noch ein anderes, ein kurzes, das ist dann übrigens vorn, hinten gehen die Kabel dann nach unten, also müsst ihr euch das vorstellen, dieses Kabel geht hinten dann von oben nach unten und vorn muss ich natürlich die Batterien auch verbinden. Und hier bin ich jetzt noch nicht ganz fertig und deswegen habe ich mir gedacht, das drehe ich jetzt mal das Video. Ihr seht jetzt hier 2 von diesen Äderchen da rausgehen und das sind jetzt ganz alte, von den ganz alten Polklemmen, die ich mal hatte. Ja, also, da gibt es hier so, sehen die aus, das sind die wirklich ganz doll alten. Und ich habe ja irgendwann mal meine persönliche Empfehlung in Videos gedreht, packe ich euch auch unten in die Videobeschreibung, wo ich gesagt habe, die sind top, weil die kannst du 2-mal festschrauben. Ich muss aber das Zeug weiterverwenden. Ich habe jetzt hier leider auch keinen Esel, der mir Gold scheißt und so groß bin ich nicht bei YouTube, dass ich irgendwie einen Cent verdienen würde. Da könnt ihr davon ausgehen. Ja, also das ist immer noch alles komplett Hobby. Vielleicht ändert sich das ja mal. So, aber Spaß beiseite. Ihr seht das. Wir haben hier, hoppala. In letzter Zeit, kann das sein, dass ich in letzter Zeit oft an das Mikro komme? Ich werde nachlässig. Mir waren 2 Sachen einfach wichtig. Und das möchte ich einfach auch an der Stelle dann in dem neuen Video dann
präsentieren, wenn ich dann mal die 24-Volt-Anlage nochmal vorstelle. Dann mache ich dann mal nochmal ein komplett neues Video mit dem Gestell draußen, was ich gebaut habe, mit der neuen Verkabelung und allem drum und dran. Dass es eben einfach wichtig ist, dass auch zwischen den Batterien möglichst wirklich dicke Kabel sind, damit dort kein Verlust, kein Widerstand im Kabel, speziell wenn man große Spannungen entnimmt, entsteht. So. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip 10 Quadratmillimeter Kabel mal 2. Also, oder 10 plus 10, je nachdem, wie ihr das jetzt sehen wollt. Und dadurch haben wir im Prinzip eigentlich die Kabelmenge zwischen den einzelnen Batterien verdoppelt. Das war jetzt gar nicht so teuer. Ich habe mir 6 Meter von dem Kabel gekauft. Ich habe sogar noch was über. Wer alle Videos aufmerksam verfolgt hat, der darf mir bitte mal sagen, wo ich mein Erdungskabel mit den 6 Quadratmillimetern hingetan habe. Denn ich finde es nämlich im Moment ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich wollte ehrlich gesagt auch gar nicht 2x6 Quadratmillimeter, weil ich hatte jetzt 10 zwischen den einzelnen Batterien. 2x6, ja, wo ist da der Gewinn? Nicht wirklich, ne? Aber 2x10. Ist auf jeden Fall eine Verdopplung, aber ihr müsst dazu wissen, ich hatte ja zwischen den Batterien schon Kabel. Das heißt, ein Teil der Kabel kann ich natürlich an der Stelle recyceln. Ein Teil der Kabel kommt von dem neuen, 6 Meter habe ich gekauft. Und einen schönen dicken Schrumpfschlauch, da habe ich nämlich nochmal einen Baumarkt gefunden, der das Zeug im Meterware anbietet. Brauchst du einfach nur zack, zack, ziehst dir, was habe ich mir... Ich glaube, 3 Meter oder so habe ich genommen. Das ist Schrumpflauch, der ist so breit. Und dann musst du natürlich eine Zeit lang wirklich schrumpfen, bis du das Ding wirklich an der Stelle hast. Aber ich versuche es mal in die Kamera zu halten. Ist ganz schön geworden. Stellt das Ding scharf? Sieht man das? Ich hoffe es. Ich werde es beim Schneiden sehen. Genau. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mag jetzt nicht die ganze Zeit das Filmen. Das wird sonst wieder zu lang, zu alles. Ich muss halt auch noch mal schauen, wie ich das jetzt hier zusammenbastle. Ich mache erstmal einen Cut an der Stelle. Dann werde ich diese Kamera ein bisschen hier auf den Tisch positionieren und euch dann mal da reinfilmen und zeigen, wie das am Ende aufgebaut ist. Ich muss mir auch noch überlegen, wie ich das mache von der vom Laderegler in die Batterien, weil da habe ich zurzeit nur ein Kabel, einmal 10 Quadratmillimeter und ja, das kommen ja auch relativ hohe Ströme zusammen. Also ich muss mal überlegen, vielleicht mache ich das noch. Mal schauen, das weiß ich noch nicht so genau. Aber was ich auf jeden Fall machen will, es sind ja 4 Batterien, ganz wichtig an der Stelle. Und ich habe ja hier, wer das weiß, mein Spannungswandler-Ding ist ja hier mit Rot. Das war ja schon immer rot, nur nicht so weit. Ich habe es jetzt mal noch weiter rot abgebunden. Das andere ist schwarz abgebunden. Und ich werde, wenn ich 4 Batterien habe, ich habe mir überlegt, ich mache das nicht außen, sondern ich mache das an die beiden inneren Batterien. Aber vorher war das so, man hat 4 Batterien, also ich hatte 4 Batterien. Und an einem der Pluspole waren beide Kabel. Und ich versuche das jetzt ein bisschen zu verteilen, damit der Strom gleichmäßiger fließen kann. Was ist denn heute mit dem Mikro los? Und dass da auch die Kabel nicht so belastet werden. Also an der Stelle, ich habe es in einigen Videos so schon mal gesagt und dazu stehe ich auch nach wie vor, die Kabel kosten nicht so viel. Es ist mit die billigste Komponente an so einer Insel-Solaranlage. Ihr könnt aber einen unheimlich hohen Effekt daraus ziehen. Man investiert 20 Euro in die blöden Kabel und hat auf einmal ein System, was Bombe läuft. Und das kann ich immer wieder ein Video drüber machen, weil es einfach stimmt. Videos über Sachen machen, die stimmen, die sind cool. Da kann es nicht genug von geben. Okay, aber Spaß beiseite jetzt. Ihr merkt schon, ich bin heute einfach nur gut drauf, weil ich die Anlage schon fast so weit habe. Ich freue mich schon. Also es ist viel weitergegangen in letzter Zeit mit dem Gestell draußen. Ich habe schon gesagt, jetzt baue ich das noch um. Ich bin jetzt wieder relativ oft im Keller und es ist einfach schön. Es ist einfach nur schön zu sehen, wenn richtig Strom von der Sonne kommt. Und dann sagst du, ja, Bohrmaschine, Schleifer, alles mache ich selber. Okay, ich mache jetzt mal auf Pause und dann zeige ich nachher nochmal, wenn es zusammengebastelt ist. Oder vielleicht stelle ich es auch hin, wenn ich es zusammenbastel. Schauen wir mal.
Bleibt dran. So, in der Kunst des Krieges steht schon, der Plan, der nicht geändert werden kann, ist ein Scheißplan. Also ich glaube, sie haben das nicht so formuliert, aber jo, ist wieder ein kleines bisschen anders geworden. Bevor ich jetzt dann die Kamera hinstelle, möchte ich nämlich jetzt was zeigen, weil ich bin nämlich fertig. Und zwar folgendes. Es gibt jetzt einen einheitlichen Kabelstrang. Uiuiuiui. Also, das ist der Kabelstrang für die Plus-Seite, deswegen rot. Also hier ein bisschen rostrot, in der Mitte rot. Ich habe es versucht, alles rot abzudecken. Hier, aufgrund des Mangels ging es jetzt nicht anders. Ich kriege hier gar nicht alle Kabel rein, weil es mir dann ja hinterher geschossen. Zwei Kabel plus Spannungswandler plus Kabel zum Laderegler geht gar nicht. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Kabel, also bei drei ist echt Maximum, ein Kabel hier dazwischen, zwischen den beiden nur. Der Spannungswandler würde also hier und hier abnehmen und einladen tut er hier. Und dasselbe ist hier unten eben nochmal in schwarz. Das heißt, ich habe jetzt tatsächlich einen einheitlichen Kabelstrang für Plus, einen einheitlichen Kabelstrang für Minus. Das heißt, ich brauche jetzt auch einfach nur noch abnehmen. Und hinten kommen diese Kameraden zum Einsatz. Schwer, groß. Es ist in dem Fall jetzt, also Leute, seid mir bitte nicht böse, bevor die ersten wieder in die Kommentare schreiben. Ja, also dann wird's wirklich albern. Das sind die hinteren Kabel. Hinten. Das heißt, es ist vollkommen wurscht, ob ich es so oder so mache. Ich kann es logischerweise nicht so machen. Also wäre das, wenn jetzt noch einer kommt und sagt, das kann ich mir auch in ein paar Jahren noch merken, dass das so ist. Ja, also das ist jetzt wirklich nicht das Problem. Aber ich habe jetzt wirklich, ich habe jetzt richtig Material zwischen den Batterien. Okay, ich packe jetzt die Kamera um und dann werden wir hier mal filmen, wie das jetzt ausschaut. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das einigermaßen sehen können. Ihr seht schon hier plus, 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 plus. Ein Kabel, was ich jetzt noch nicht komplett farblich markieren konnte. Vorne ist es trotzdem rot. Geht zum Solaranlage und hinten seht ihr dieses. Und dieses geht dann zum Wechselrichter. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier hinten sehen kann. Eher mal nicht. Abgehüpft. Die müssen noch festgemacht werden. Sind die Kabel, die gehen nach unten. Und jetzt gehen wir mal ein Stockwerk tiefer. Und hier unten, hier kann man das relativ schön sehen, kommen die Kabel nach unten, landen an den Batterien an. Wie gesagt, ich muss sie noch festmachen. Und hier vorne sind die ganzen Minuspole und damit habe ich immer eine Batterie oben. Zweite unten, ergibt 24 Volt. Und dann kommen jetzt noch diese Kabel ran. Wichtig an der Stelle zu wissen, hinten oben sind 72 Amperestunden, 70 Amperestunden, 80 Amperestunden, 80 Amperestunden, 80 Amperestunden, 95 Amperestunden. Das ging jetzt leider nicht anders. Und einmal, ich glaube 56 Amperestunden und 64 Amperestunden, also relativ gleiche Stärken in den Batterien, trotzdem kleine Unterschiede, aber das ist jetzt einfach so, dafür war es eben fast gratis. So, jetzt ist die Anlage fertig zusammengebaut, gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen, hier oben alles rot, unten alles schwarz, haben wir das auch geklärt. Es sind aber trotzdem alles am Ende Erdungskabel. Guck, da bin ich noch nicht ganz fertig. Aber ihr seht, es geht bis hier. Den Rest mache ich auch noch. Und dann sieht das total schick aus. Es sieht ja tatsächlich schick aus. Juhu, es lebt. Es ist fertig. Na, schaut doch schick aus, oder? So, und ihr seht jetzt auch hier, ich habe mir Kochplatten gekauft. Eigentlich könnte ich gleich mal noch den Spannungsmesser dazwischen klemmen, oder?
kann man das dann hier so? Ja, perfekt. Super. Ich will jetzt gleich mal testen, ob mir die Spannung jetzt wieder so massiv zusammenbricht. Dafür muss ich das Kabel erstmal hier hinlegen, nicht, dass wir das Kabel gleich toasten. So, wir haben... Das ist ja cool. Wir haben Nacht und 0,3 Volt Spannung drauf. Haben wir Vollmond? 0,2. Das ist ja schräg. Okay, macht nix. Ich werf mal meinen Spannungswandler an. Habe jetzt tatsächlich sehr cool, immer noch 0,5 Volt. Der Mond geht auf. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt mal meine neue gekaufte Heizplatte einschalten. Klick. 24,6 Volt. Jawohl, jetzt zieht das Ding. Und wir können mal schauen. 230 Volt wird gerade generiert. Das ist ja Streber. Achso, jetzt hat sie schon abgeschalten, weil sie schon warm ist. Okay. Okay. Machen wir mal ein bisschen. Jetzt ziehen wir mal ein bisschen mehr Saft. Ich gehe mal auf Stufe 4. Das ist eine 1000 Watt Platte. Die müsste rein theoretisch bei 4 von 5 Stufen ja 750 Watt ziehen, oder? Damit ihr. Jetzt wird es natürlich. Damit ihr mir nicht denkt, dass ich hier Blödsinn erzähle. Haben wir schon 68 Grad. Und eine Spannung von 23,9 Volt in der Batterie. Okay, das 24 Volt. Oh, die Spannung stabilisiert sich jetzt auch. Jetzt haben wir genau das, was nämlich vorher nicht der Fall war. Als die... jetzt geht's aber richtig ab. Als die defekte Batterie noch im Block war, da hatte ich das Problem, dass die Spannung teilweise 22,9 Volt unterschritten hat. Und der... Spannungswandler angezeigt hat, jetzt hier, Achtung, geht gleich aus. Und das war eben der Punkt, wo ich gesagt habe, hier stimmt irgendwas nicht. Und jetzt bin ich zum Beispiel bei 24,1 Volt. Das Ding riecht jetzt ordentlich nach, okay, das muss erstmal einbrennen, 150 Grad und zieht 4,5 Ampere bei, jetzt zieht das Ding 100 oder 1000, der Punkt ist ja nicht so gut zu sehen. Zieht das Ding 1025 Watt gerade? Mal 227, das Ding zieht tatsächlich gerade über 1000 Watt. Der Spannungswandler muckt gar nicht. Die Batterien mucken auch nicht. Die Batterien mucken auch nicht. 24,2 Volt. Die Batterien interessiert es nicht. 24,1, okay. Geht ein bisschen hin und her. Alter, kann man das jetzt dampfen sehen? Geh weg. 226 Volt, 4,4 Ampere. 226 Volt, 4,4 Ampere. 1018 Watt. Boah. So, Herr M., das nächste Kochvideo kann dann, glaube ich, schon mal gemacht werden. Das einzige 338. Cool, genauso habe ich es gehofft. Jetzt schalten wir die Kochplatte mal ab. Das hatte ich gehofft. Ich habe das vorhin erzählt. 25,4 Volt war die generelle Batteriespannung, okay? Und wenn ihr einen Batterieblock habt, der in Ordnung ist, dann sinkt die Spannung auch nicht so rapide ab. Und wir haben schon wieder 25 Volt. Geil. Das ist ja mega cool.
Wenn ich jetzt natürlich mehr Energie im Winter hätte von den Panels, könnte ich hier tatsächlich über die Heizplatte wärmen, weil das Ding geht dort richtig ab, da brauche ich gar keinen Gasbrenner. Gut. Ich rede mich ja hier um Kopf und Kragen. So. Die Batteriespannung ist jetzt schon wieder angestiegen auf 25,1 Volt von 25,4. Wir haben jetzt doch einiges an Wärme produziert. Die Platte ist jetzt bei 323 Grad Celsius. Die Batteriespannung ist bei 25,1 Volt. Ich würde sagen, die Operation ist gelungen. Und ich bin gerade echt happy. Ich bin gerade echt happy. Ist gerade cool. Also, ihr seht, wenn eine Batterie mal kaputt geht, muss man einfach die Größe haben zu sagen, Tschüssikowski. Und mal abgesehen davon, dass ich sie mir nochmal anschauen werde und nochmal schauen werde, ob ich da irgendwas reparieren kann, kann daraus was richtig Cooles werden. Cool? Ich freue mich. Und euch danke ich fürs Zuschauen.